Na zusammen, heute mal eine andere Art von Video. Kurzer Disclaimer vorweg, keines der Produkte, über die ich heute rede, ist gesponsert, es sind einfach die Produkte, die ich selber verwende. Trotzdem ist jedes Produkt unten in der Videobeschreibung verlinkt, checkt sie gerne aus, wenn ihr möchtet. Und jetzt auf zum Video. Ich habe einen neuen Helm. Und damit ich den auch benutzen kann für die Motovlogs, muss der natürlich auch bestückt werden mit der ganzen Technik. Sprich Sena, Kamera, Verbindungen und so weiter. Das Ganze dient dem Zweck, dass ich die Gespräche aus dem Sena aufnehmen kann, ohne dass ich mit dem Handy irgendwelche Aufnahme-Apps starten muss oder irgendwie andersrum tue, sondern einfach per Aufnahmeknopf auf der GoPro alles bekomme, was ich brauche. Simpel und einfach. Um das zu erreichen, braucht es allerdings ein paar Komponenten und die schauen wir uns jetzt an. Fangen wir mit der Materialliste an und was wir alles brauchen. Zunächst mal der Helm. Mein neuer ist jetzt der AGV K6S in mattschwarz. Welchen Helm man benutzt, ist komplett davon abhängig, welcher zu eurer Kopfform passt und gut hält. Dann mein Mikrofon von Purple Panda mit Adapter, um die Klinke kompatibel mit GoPro zu machen. Aber hier gehen auch andere. Mein altes, das ich davor benutzt habe, habe ich auch verlinkt. Hauptsache, die Mikros haben die richtige Klinke, um von GoPro bzw. von anderen Klinken, die später kommen, erkannt zu werden. Generell, falls ihr einfach nur ein Mikrofon an eine GoPro per Media Adapter oder Media Mod hängen wollt, immer darauf achten, dass ihr eine THS, also Zwei-Ring-Klinke am Mikrofon habt. Als nächstes mein Sena, das 50S und die Sena Helmhalterung. Ich werde das Ganze per Klebeverfahren am Helm anbringen und auch das Sena Stabmikrofon gegen das mitgelieferte Knopfmikro austauschen. Dies ist allerdings auch unterschiedlich von Helm zu Helm, was besser reinpasst, ob Stecken möglich ist, man eventuell einen Klapphelm hat und andere Faktoren. Hier kommt noch dazu, dass man sich für meinen Aufbau extra Kopfhörer kaufen muss. Bei mir sind das jetzt die SFHD Sena Kopfhörer, da wir eine normale Ausklinke für das Setup brauchen. Die Originalen von Sena haben einen speziellen Stecker, daher gehen die leider nicht. Kamera ist bei mir die GoPro Hero Black 9, zusammen mit einer ND8 Lens, dazu dann der GoPro Medium Adapter, um überhaupt irgendwas in die Kamera speisen zu können, um meine Aufnahmen alle gesammelt in den GoPro Aufnahmen zu haben. Zum Audio hin und herleiten werden wir einen Y Audio Splitter und eine Y Audio Klinke brauchen. Und um die beiden miteinander reden zu lassen, einen Verbindungsstecker. Kurzer Nachtrag, ich habe circa 3 Tage nach dem Filmen die Y-Audio-Klinke von Jürgen gegen eine andere, etwas längere von Saxido ausgetauscht, da mir aufgefallen ist, dass ich in dem neuen Helm etwas mehr Länge benötige, um das Ganze gut zu verstauen. Beide Klinken sind unten in der Videobeschreibung verlinkt. Außerdem brauchen wir noch ein bisschen Klettband, um den Adapter am Helm zu befestigen und natürlich noch eine Kameraaufhängung eurer Wahl. Bei mir läuft es jetzt mit Chin Mount, ist ein Experiment, ob alles fest damit ist. Ansonsten gibt es noch weitere Möglichkeiten der Aufhängung an der Seite, am Kinn seitlich, direkt rechts an der Schläfe. Muss man selber schauen, wie man die Perspektive am Ende haben möchte. Bisher, nach den ersten Tests, hält Chin Mount tatsächlich wie eine 1, bin sehr zufrieden. Kommen wir zum Einbau. Als erstes brauchen wir Platz im Helm, um überhaupt irgendwas machen zu können. Hierzu einmal alle Polster rauslösen und zur Seite legen. Hierbei immer schauen, wo Befestigungen sind. Und ich gebe gerne den Tipp, nicht zu grob zu sein. Manchmal lassen sich Knöpfe oder Steckpartien nur in einem bestimmten Winkel lösen, brechen andernfalls ab und das wollen wir auf jeden Fall vermeiden. Dann geht's auf zum Sena und dem darauffolgenden Kreislauf, den wir bilden werden. Zunächst fangen wir an, das Sena so vorzubereiten, dass es an den Helm angeklebt werden kann und das richtige Mikro dran ist. Hierzu einmal das Sena hinten aufschrauben und die Rückplatte entfernen. Dann mit einem kleinen Schraubenzieher die Befestigungsschraube an den Kopfhörern entfernen und das Loch, was die Kopfhörer hinterlassen, mit dem Lift mitgelieferten Stöpsel schließen. Jetzt das Mikro per Drehbewegung entfernen und das neue draufstecken und wieder per Drehen festmachen. Jetzt noch die Polsterung anschauen, die zwischen Aufhängung und Klebeplatte sein wird. Und wenn diese zu dick ist, dass die beiden Stücke immer wieder auseinanderspringen, dann diese durch eine der mitgelieferten dünneren ersetzen. Zum Schluss beide Teile verbinden, sodass oben es Klick macht
und dann ganz fest zusammenschrauben mit den Schrauben, die wir vorher entfernt hatten. Und fertig ist unsere Klebevorrichtung für das Sena. Als nächstes folgt nun unser Kreislauf. Angefangen bei unserer Kamera über den Mediaadapter wandeln wir hin über die Y-Klinke zu unserem Mikro. Die Klinke ist dann verbunden mit der zweiten Klinke, die einmal den Ton vom Sena an unsere Kamera schickt und natürlich auch an unsere Kopfhörer in Helm, dass wir uns auch gescheit unterhalten können. Das Ganze wird im Video, das von der GoPro ausgespuckt wird, dann in links und rechts unterteilt sein in den Audiospuren. Und ihr habt einmal nur eure Stimme vom extra Mikro auf der rechten Tonspur und auf der linken ist dann nur der Ton, der über das Sena reinkommt. Hat zum Vorteil, dass das Sena nicht an sein muss zum Aufnehmen, sondern eine Soloaufnahme auch möglich ist, wo man ausschließlich die GoPro eingeschalten hat und er auch nur den Ton von eurem angeschlossenen extra Mikro benutzen wird. Wenn dann alles zusammengesteckt ist, sollten keine offenen Stecker mehr rumliegen, dann geht's jetzt zur Helmmontage. Fangen wir mit dem einfachen Teil an, und zwar die Kamera zu befestigen. Hier erstmal schauen, wie die Kamera sitzen soll, dazu die Klebestreifen noch nicht abziehen. Wenn ihr glücklich seid mit der Position, die ihr gefunden habt, dann die Klebestreifen abziehen und ankleben. Ich persönlich befestige meine Kamera dann immer mit einer Schraube an der Halterung, da das dann nicht so große Drehschrauben hat, aber ist eine persönliche Präferenz und die Schrauben, also die größeren, längeren von GoPro, Chin Mount, wie die ganzen verschiedenen Firmen heißen, funktionieren alle genauso gut, ist nur eine persönliche Präferenz. Jetzt kommt der etwas kompliziertere Teil, das ganze Kabelmanagement im Helm zu verstecken und natürlich auch zu verstauen, ohne dass es euch im Weg ist oder euch beim Fahren stört. Am besten erstmal schauen, wo ihr die Kopfhörer reinkleben könnt. Bei AGV zum Beispiel haben sie extra Aussparungen dafür im Helm. Jetzt am besten schauen, wo das Sena hinpasst. Meine Empfehlung ist die linke Kopfseite, dass man während der Fahrt lauter, leiser, Pause, was auch immer einstellen kann, ohne die rechte Hand vom Gas oder der Bremse nehmen zu müssen. Je nach Kabellänge und Helmgröße kann das Sena weiter vorne oder weiter hinten verbaut werden. Bei mir wird es am Ende etwas weiter hinten landen, als es hier gerade gezeigt wird, da die Klinken sonst bei mir ungünstig gelegt wären oder liegen würden und bei mir einen Druckpunkt gehabt hätten. Deswegen ist das Sena am Ende ein bisschen weiter hintergewandert. Als nächstes den GoPro Media Adapter so an die Seite des Helms kleben, dass er die Seite der GoPro erreicht, wo der Stecker in die GoPro reinkommen kann. Das Ganze mache ich mit Klettverschlussband, das auf dem Helm und auf dem Adapter klebt, sodass man den Adapter auch jederzeit entfernen kann für einen anderen Helm oder wenn man es einfach abmachen möchte. Zuletzt dann die beiden Mikros reinkleben, am besten links und rechts. Links Sena Mikro, rechts Extra Mikro, unter den Wangenpolstern. So sind sie ein wenig besser windgeschützt und ich habe hier mit den Teilen gearbeitet, um sie zu befestigen, die bei Sena mitgeliefert wurden. War recht praktisch, dass da gerade was dabei war. Der letzte Schritt ist jetzt vermutlich der längste und aber auch, finde ich, einer der wichtigsten, und der ist, die Polster wieder einzusetzen und die ganzen Kabel zu verstauen und das in einer ordentlichen und angenehmen Art und Weise. Hier gibt es eigentlich keine perfekte Anleitung, ihr müsst schauen, wo im Helm ihr die hinstecken könnt überhaupt, ohne dass sie euch stören, ohne dass sie Druckstellen erzeugen. Und ja, ich weiß, das wird dauern. Ich habe, glaube ich, für jeden der Helme, die ich irgendwie da zusammen, also mit diesem Aufbau gemacht habe, jeweils zwischen 30 Minuten bis zu 1,5 Stunden da irgendwo dazwischen gebraucht, bis es dann wirklich angenehm war. Ab und zu wird man mal hin und wieder was nochmal
drücken müssen, irgendwo zur Seite oder so, wenn man es dann merkt. Aber nehmt euch Zeit dafür und macht es so, dass es wirklich angenehm ist, weil glaubt, ihr wollt nicht während einer Fahrt, während einer Tour oder ähnlichem dann die ganze Zeit irgendwo Kabel am Kopf spüren, Klinken am Kopf spüren oder ähnliches. Schaut wirklich, dass es einmal gescheit sitzt und ihr damit zufrieden seid. Nun gibt es noch die Möglichkeit, wenn alles im Helm ist, wenn alle Polster zu sind, wenn alles verstaut ist, die sichtbaren Kabel, die draußen sind, zum Beispiel mit schwarzem Panzerband zu bekleben, vor allem die Kontaktstellen, um das Ganze etwas regensicherer zu machen. Oder was auch sehr gut funktioniert hat bei mir und auch noch bei mir dazukommen wird, oh, es gibt gerade Lieferengpässe bei Amazon oder keine Ahnung, mit dem Tesa Sugru, mit dem kann man schön abdichten und er hält echt lange. Damit ist das Motovlog-Setup vollständig. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, ob das Video euch geholfen hat. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da und um nichts zu verpassen, auch ein Abo. Ist ja kostenlos. Nächste Woche geht's dann wieder weiter mit Motovlogs und ich sag bis dahin, ride safe und ciao.